An dieser Stelle stand die abgebrannte Hütte. Und 9 von diesen Balkenschuhen muss ich ausgraben. Wie groß und schwer diese Fundamente sind, wusste ich am Anfang nicht. Da hilft nur eins: freilegen. Und heute zeige ich euch, wie man solch ein Fundament aus dem Boden herausholt, nur mit einer Schaufel. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich schon einige dieser Betonblöcke ausgegraben. Und ich muss sagen, es ging schneller, als ich am Anfang dachte. Zunächst einmal muss man bis ganz nach unten graben. Und dann kann man den Betonblock kippen. Beim ersten Block habe ich rundherum aufgegraben, aber das ist nicht nötig. Eine Seite genügt völlig. Nachdem ich den Betonblock weggekippt habe, verfülle ich den Hohlraum. Verdichte den Boden ein wenig und kippe den Block zurück. Jetzt verfülle ich auf der anderen Seite und verdichte. Langsam, aber sicher kommt der Block immer höher. Der große Vorteil bei dieser Methode ist, dass die Erde unter dem Betonblock sofort wieder verdichtet wird. Und das Ganze hat nur ca. 15 Minuten pro Betonblock gedauert. Ein bisschen Muskelkraft braucht man natürlich schon. Aber ansonsten kann das jeder bewerkstelligen. Wie gesagt, ich hatte 9 solcher Betonblöcke und habe das gut an einem Tag geschafft. Am Ende konnte man nicht einmal mehr sehen, dass dort überhaupt Fundamente gesessen hatten. Hier könnt ihr 6 dieser Monster sehen. Und weil ich sie dort an dieser Stelle nicht gebrauchen konnte, musste ich auch noch einen Platz dafür finden. Sie haben sich je nach Größe mal mehr oder weniger gut rollen lassen. Und ich muss gestehen, dass das Rollen dieser Betonblöcke weitaus anstrengender war wie das Ausgraben. Aber alle Blöcke haben einen Platz gefunden, an dem sie mich jetzt im Moment nicht stören. Um sie endgültig zu entsorgen, bräuchte ich wahrscheinlich einen Stemmhammer. Aber dafür bräuchte ich natürlich auch Strom. Aber das kann warten.